Rap Day hat ein neues Video hochgeladen. Tatsächlich mal wieder ein YouTuber-Thema, wo ich natürlich auch gerne mal reinluchse. Hallo, Z-Max. Hallo, SpongeBob. Weißt du, das hier ist dein Traum. Du kannst alles machen, was du willst. Z-Max lebt in einer Traumwelt. Das meine ich natürlich nicht wörtlich, so wie ihr euch das vorstellt, mit Einhörnern, Zuckerwatte und negativen Schwangerschaftstests. Junge, wie aufwendig ist das bitte? Die ganze Zeit diese wackelnden... Also erstmal, der muss doch alles selber zeichnen und dann alles noch so zu animieren. Das ist doch voll aufwendig. Also irgendwann hätte ich irgendwann gar keinen Bock mehr drauf. Gut, der muss jetzt nichts ranzoomen, rauszoomen. Das ist meistens hier schon gleich. Aber dieses Animieren ist doch bestimmt relativ anstrengend, oder? Eurer Freundin. Sondern ich meine es in etwa wie er. Heute, meine Lieben, sprechen wir über die Traumwelt. Wenn wir uns den Begriff Traum ansehen, dann wurde der an sich erfunden und damit in Verbindung gebracht, weil man meinte, das ist etwas Trügerisches. Z-Max ist nämlich eigentlich ein Fortnite-YouTuber. Nur was ist das Problem an Fortnite-YouTubern? Richtig, der... Richtig, die spielen Fortnite und das ist schon mal das größte Problem. Der Fakt, dass ein Fortnite-YouTuber Fortnite spielt, ist in meinen Augen einfach jetzt schon das größte Problem. Fortnite-Hype ist vorbei und damit auch der Hype auf den meisten Kanälen, die das Spiel spielen. Hä? Ich weiß gar nicht genau, was du meinst. Z-Max macht doch im Moment richtig viele Klicks. Ja, Z-Max macht im Moment viele Aufrufe, das aber nicht, weil er gute Videos macht und eine starke Community hat, sondern einfach, weil er im Moment ziemlich geschickt clickbaitet und fragwürdige Aussagen in seinen Videos bringt. Ich meine, der Typ widerspricht sich so oft in seinen Videos oder labert irgendein wirres Zeug, zum Beispiel sowas hier. Zumal man aber sagen muss, zum Teil ist das halt wirklich, hat er trotzdem eine stabile Community. Der hat hier mit Scheiße geworfen, gut, hat er die Bewertung wieder ausgestellt. Der hatte trotzdem über 30.000 Likes auf diesem Video. Über 30.000 Likes, trotz diesem absoluten Hate. Kannst du keinem erzählen, dass er da noch eine positive Bewertung hatte an sich. Fortnite wird niemals sterben, Moving Zone und so. Das ist so ein Grund, wieso ich Fortnite noch liebe und wieso es mir Spaß macht. Und im neuesten Video sagt er dann... Also, ich sag euch ehrlich, ich wäre in meiner Wohnung jetzt noch in München, würde weiterhin Fortnite-Videos drehen, die mir keinen Spaß machen. Das zieht sich generell durch den Kanal, wie als wäre in jedem Video eine andere Person. Hauptsache, die Videos ziehen Klicks durch die Clickbait. Und Leute wie Revi oder KuchenTV reagieren darauf, um sich über seine Aussagen lustig zu machen. Es geht gar nicht mehr darum, die eigene Community zu unterhalten. Die kommen sich doch sowieso komplett verarscht vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sowas hier interessant findet oder feiert. Erste Kacke von Tauben. Wir haben sogar Live-Aufnahmen gefunden, wie das aus der Sicht des Fahrradfahrers aussah. Also da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass da irgendjemand aus seiner Community dahinter steht. Und ich will nochmal erwähnen, dass 26.000 Leute aus seiner Community feiern das. Die haben gedacht, ja, mein Digga, like. Ich weiß nicht, ob der Typ irgendwas nimmt oder ob er in den Videos einfach... Aber man muss natürlich sagen jetzt an die Leute, also ich gehe mit euch mit, wenn ihr sagt, ja, der soll keine Aufmerksamkeit bekommen, macht keine Videos dazu und so weiter. Ich gehe komplett mit euch mit, das wäre eigentlich das Sinnvollste. Aber man muss einfach sagen, es ist halt eine Win-Win-Situation, natürlich für die YouTuber. Wenn du halt Gesprächsstoff hast als Meinungsblogger, zum Beispiel KuchenTV oder auch ich oder so, der da ein Video zu macht, man selber macht ein Thema interessant, beziehungsweise das Thema ist interessant und man macht ein Video dazu, man selber bekommt Aufmerksamkeit und das ist halt auch spannend, ne? Ich gucke mir auch gerne YouTuber-Themen an und er bekommt damit halt auch Reichweite. Letztendlich ist das so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, würde ich was sagen. Trotzdem bei dem schäbischen Content ist halt, ja, ist schwierig. Ist halt wirklich, ich finde den Typ sehr, sehr komisch. Ich finde Z-Max generell sehr komisch. Der macht das schlau, der versucht mit Absicht natürlich diesen Hate zu provozieren, damit er halt auch möglichst viel Reichweite bekommt. Übertrieben abgeht, damit Leute darauf reagieren und er im Gespräch bleibt, weil warum sollte man sonst ein Video hochladen mit dem Titel Ich werde sterben? Das ist ja eigentlich der härteste Titel, mit dem man clickbaiten kann, weil was gibt es bitte Schlimmeres als den Tod? Ja gut, er wird schon sterben. Also das Ding ist, er wird ja auch sterben. Wir wissen halt nur nicht, wann er sterben wird. Also ist genauso auch bei mir so. Ja, ich weiß auch nicht, wann ich sterben werde. In dem Video erklärt er dann, dass er nicht sterben wird, sondern am Tag zuvor eine Panikattacke hatte, die wohl durch den ganzen Hate und so ausgelöst wurde. Dann kommt noch das mit YouTube dazu, dann wieder so viel Hate, weil ich ja dieses Skandal dann hatte und komplett einfach alles in meiner Psyche. Ja, hätte man auch gar nicht absehen können, dass du gehatet wirst, wenn du Kacke nach Menschen wirfst. In seinem neuesten Video sagt er zu Hate dann komischerweise Folgendes. Wie gehst du mit dem ganzen Hate um? Ich lasse es einfach nicht an mich rankommen. So, denkt ihr, es interessiert mich, weil ich in so einem geilen Land, in so einer geilen Stadt, in so einem geilen Haus...
Er hat mittlerweile zumindest das Video umbenannt in Ich dachte, ich werde sterben. Ähnlich war es auch in seinem neuesten Video, das an sich ein komplett langweiliges FAQ ist. Wenn man sich nicht für Z-Max interessiert, wird man sich das, glaube ich, nicht anschauen. Das Video hieß zuerst Hater will mich umbringen, was einfach nicht richtig ist. Dieser Typ BXM024, den man auch auf dem Thumbnail sieht, hat ihn nämlich gefragt, wann er Selbstmord begeht und wollte ihn nicht umbringen. Klar ist das nicht viel besser, aber es ist trotzdem ein ziemlicher Unterschied, ob man... Das eine ist eine Morddrohung, das andere ist, er soll sich bitte selbst umbringen. Das ist eine ganz andere Geschichte, also es ist schon ein deutlich, deutlicher Unterschied an der Stelle. Jemanden fragt, wann er sich umbringt oder ob ja, ich hab schon auf Tim reagiert. Umzubringen. Und mit so einem Titel und diesem Thumbnail, wo man sogar den Instagram-Account der Person sieht, finde ich doch sehr verwerflich. Auch wenn dieser BXM024 nicht viel besser ist. Auch das Video hat er dann umbenannt in Hater übertreibt. Auch das ist eine Sache, die sich durch den Kanal zieht, auch bei diesem älteren Video. Aus Ich wurde überfallen wird Ich wurde fast überfallen. Wie auch immer man fast überfallen werden kann, entweder man wird überfallen oder halt nicht. Also Z-Max Konzept sind reißerische Titel, die komplett gelogen sind und die ändert er dann in eine harmlosere Version um, damit man ihn dafür nicht mehr kritisieren kann. Aber privat ist er bestimmt eigentlich ziemlich nett, so ohne Kamera und so Zeugs, ohne Klicks, habe ich mir zumindest gedacht, aber nach ein paar Minuten war ich eigentlich schon wieder vom Gegenteil überzeugt. Ich hatte die große Ehre wirklich, guckt euch das rein, in der Instagram-Story von dem lieben Z-Max zu sein, Leute. Ey, ich wäre ohne Scheiß, also bei Z-Max in der Instagram-Story wäre ich auch gern mal, weil Z-Max dann halt auch einfach geil ist. Ja, also da hätte ich halt, also das Ding ist halt, wäre für mich halt ein großes Ziel, irgendwann mal in der Instagram-Story von Z-Max zu sein. Und dass er sich über meine Haare lustig macht, genauso wie Sumut Abi macht, dann würde er halt einfach in meinen Augen viel Respekt bekommen, ja. Das würde ich fühlen. Und dann hat er geschrieben, such dir einen neuen Friseur. Du Schwul. Gönnt euch das? Wie gesagt, Leute, er hat ein Bild von, er hatte mir erst dieses Bild von meinen Haaren geschickt, dann hat er mir einen Pinsel zugeschickt. Ich habe gesagt, herzlichen Glückwunsch. Dein Niveau ist gerade unter den Nullpunkt gesunken. Er meinte halt in seinen Audios, dass ich über ihn gelästert hätte und so oder schlecht über seine Freundin geredet habe. Habe ich ihm gesagt, Bro, hast du super recherchiert in meinen Audios? Weil ich habe nicht über seine Freundin gelästert oder über ihn. Ich habe bloß klar meine Meinung gesagt. Kommt mir auf jeden Fall so rüber, als ob Z-Max einen absoluten Höhenflug hat. Ich meine, er ist 19 oder 20. Der hat auch einen absoluten, also der, ja, was heißt absoluten Höhenflug? Der hat halt zu viel, ich würde sagen, an der falschen Luft geschnuppert. Irgendwas ist da passiert bei ihm, weshalb er sich jetzt dachte, oder ich denke eher tatsächlich genau auch die gleiche Sache mit Montana Black, als er den da ja so konfrontiert hat, oder auch mit Revi, den er dann auch beleidigt hat und so weiter und so fort. Ich denke, er möchte einfach diesen Hate provozieren, damit er möglichst viel Reichweite bekommt, dass er immer noch weiter im Gespräch bleibt, dass der Hate immer größer wird und dann später sagt er, oder dann später wandelt er sich auf einmal so zum Positiven und macht den Tanzverbot-Move. Ne, bei Tanzverbot war es genau das gleiche, war die ganze Zeit ziemlich asozial, hat viele Ansagen gemacht und dann später gar nichts. Dann später hat alles gut funktioniert, dann war ja alles entspannt. Und da muss man halt einfach sagen, ja, ist schon lost irgendwo, ist schon lost. Ist halt auch schade. Hat 650.000 Abonnenten, kann sich jetzt ein Haus in Barcelona kaufen, hat eine Iced Out Rolex, aber er übertreibt es für den kurzfristigen Hype einfach und wird immer unbeliebter. Z-Max hat folgende Meinung. Im Endeffekt wird dadurch der Hype um mich größer, mehr Leute lernen mich kennen, auch wenn es negative Promotion ist, weil sie mich schlecht reden, hat es trotzdem einen positiven Aspekt. Auch wenn die Leute mich abonnieren, nur um die Videos zu disliken, schauen sie die Videos trotzdem. Und klar, auf kurze Sicht bist du erstmal im Gespräch und bekommst mehr Geld durch die Klicks, aber auf lange Sicht wird sich irgendwann keiner mehr für dich jucken, weil du nicht sympathisch bist. Und die Leute dich nur schauen, wenn man sich darüber lustig macht, was du sagst. Irgendwie habe ich so leichte Lelano-Flashbacks. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass er sich mit 19 Jahren irgendwas nebenbei aufgebaut hat. Vor allem, wenn er sich eine Iced Out Rolex und ein Haus gekauft hat. Natürlich wird es jetzt trotzdem noch eine Zeit lang für ihn laufen. Naja, ich würde mal sagen... Sowas gebe ich mir nicht, verzeiht mir Leute, aber... Ich bin jetzt raus, sorry an der Stelle.